Das Wembley-Tor 1966, die Geburtsstunde des ewigen Fußballduells Deutschland gegen England. WM-Endspiel, Verlängerung. In der 101. Minute jagt Hurst den Ball an die deutsche Torlatte. Der Ball springt zurück ins Spiel, Weber klärt, denken alle. Doch die Schiedsrichter entscheiden auf Tor und die Legende ist geboren. Hätten die Schiedsrichter schon damals die 3D-Analyse gehabt, hätten sie gesehen, der Ball war nicht drin. Das 3:2, die Vorentscheidung. England wird zum ersten und bislang einzigen Mal Weltmeister. Doch dieser Titel wird teuer erkauft. WM 1990, Halbfinale in Turin. Der nächste Mythos wird geboren. England und der Elfmeterfluch. Stuart Pearce vergibt gegen Ilkner. Sein Schuss, schwach geschossen, halb hoch in die Mitte. Ilkner hält mit den Knien. Für die Entscheidung sorgt dann Chris Waddle. Er jagt den Ball in den Turiner Nachthimmel, sichert Deutschland so den Finaleinzug und legt den Grundstein für das englische Nervenflattern am Elfmeterpunkt.